Einen wunderschönen guten Morgen. 7 Uhr aus Mexiko. Wir haben 25 Grad, sehr angenehmes Wetter. Wir legen los heute mit dem Full Day of Eating für Peak. Viel Spaß und los geht's. So, liebe Leute, so beginnen wir unseren Tag. Wir haben einmal 2 Liter Wasser, dazu kommt ein guter Schluck Apfelessig, eine gute Ladung Kollagen und dazu gibt es noch Glutamin. Das Ganze wird jetzt runtergetrunken und dann geht's zum Cardio und wir sehen uns gleich beim Frühstück. Banane. Nehmen wir noch Mango mit. Oder lass uns mal zu diesem deutschen Supermarkt laufen. Willis heißt der. Lass uns mal schauen, was da gibt. Schatz? Ich habe gesagt, das ist deutsch. Das könnte auch ein sehr, sehr helles Schwarz sein. Aber Leute, eine Sache muss ich euch zeigen. In Mexiko gibt es einen Haufen Zero-Getränke. Wie das hier. Mein absolutes Favorite. Das ist Sangria ohne Alkohol und ohne Zucker. Junge, der ist so lecker. Ich glaube, ich nehme lieber das und lasse die Cola stehen. Zack, einmal unauffällig getauscht. Und blöderweise haben wir nichts bekommen, was wir gesucht haben. Wie Avocado zum Beispiel. Aber es ist nicht so schlimm, wir werden ja heute ganz viel in der City unterwegs sein. Wir nehmen euch übrigens mit, übers Essen, zum Training, was wir so heute machen. Und wenn ihr da Bock drauf habt, bitte unten in die Kommentare ballern, ein bisschen Liebe da lassen, ein Like da lassen. Und nicht vergessen, mit dem Code Mike spart übrigens auf das komplette Peak-System, auf das komplette Peak-Sortiment. Ich schlafe noch, ihr merkt das. Wir gehen jetzt nach Hause, ich habe Hunger, es gibt Frühstück. Was ein Gourmet, dieser Herr Sommerfeld. Hätten Sie noch ein bisschen Chipotle dazu? Ihr Wunsch sei mir Befehl. Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir eine Herdplatte, die funktioniert. Die funktioniert dafür aber sehr gut. Das ist eine Gasherdplatte. Jetzt brauchen wir vielleicht noch was zum Abdecken. Dann lassen wir das Ei schön durchsicheln, wie mein Vater sagen würde. Dann gibt es ja noch ein paar Toasts in den Kopf. Aber was wir genau essen, Makronährstoffe, ich würde das gerne für euch etwas detaillierter aufdröseln, machen wir gleich nach dem Frühstück. Davor zeige ich euch natürlich, was es gibt. Okay, Mahlzeit Nummer 1, absolute Lieblingsmahlzeit. Ich habe so Hunger nach dem Cardio. Wir haben hier, und das habe ich mal in meiner eigenen App getrackt, mit der wir unsere Kunden betreuen. Da habe ich mich als eigenen Kunden angelegt, weil wir so ein Eskalationsprogramm folgen. Das heißt, Woche für Woche wird das Essen mehr, Stoff wird mehr, Training wird mehr, Volumen, Intensität wird mehr, Supplements verändern sich und so weiter. Hier haben wir jetzt, in der App steht es geschrieben, 240 Milliliter Eiklar, 3 ganze Eier, 70 Gramm Avocado und die haben wir hier schon. Meine Frau hat die gestern vorbereitet. Richtig lecker. Dazu gibt es noch 50 Gramm Chicken Slices, also Hähnchenaufschnitt, seht ihr hier. Natural ohne Gewürz, ein bisschen Salz ist drauf. Und wir haben 100 Gramm Toast. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt 4 Scheiben. Vielleicht kommt auch noch eine fünfte mit dazu, je nachdem, wie das Ei so runtergeht. Aber das ist so mein Frühstück. Zu den Supplements, die kommen danach direkt mit rein.
Und zwar hier oben, ganz lieben Gruß an den Tim Budesheim, für den Subnizer übrigens. Da oben haben wir Multivitamin, wir haben Ubiquinol fürs Herz, Omega 3 und Vitamin C. Außerdem 40 Milligramm Telmisartan. Telmisartan ist ein Blutdrucksenker, der aber auch das Herz elastisch hält. Das ist eins der Medikamente, die ich eigentlich das ganze Jahr lang benutze. Mit Metformin, ausgenommen der Aufbauphase. Metformin kommt da jetzt nicht rein. Außerdem werden wir gleich noch mit Wachstumshormonen arbeiten. Zeige ich euch gleich mal, die kann man hier in der Apotheke kaufen. In so 4 Einheiten-Packs. Aber jetzt würde ich sagen, frühstücken wir erstmal. Guten Appetit. Ich zeige euch mal kurz, wie die Wachstumshormone hier in Mexiko aussehen. Und zwar kommen die in 4 Einheiten, nennen sich Serendip. Ich kann das mal öffnen für euch, falls ihr noch nie Wachstumshormone gesehen habt. Ist vielleicht auch interessant für den einen oder anderen. Da ist noch ein Beipackzettelchen mit drin. Und da haben wir 1 Milliliter Flüssigkeit und das Pulver, das Trockenpulver. Die Flüssigkeit kommt in das Pulver, wird gemischt und injiziert. Wieso Wachstumshormone? Punkt Nummer 1, es ist ein Lifetime-approvedes Medikament. Sowohl Kinder als auch ältere Menschen bekommen das. Punkt Nummer 2, FDA-approved, also von den USA als Anti-Aging-Medikament. Und zwar des folgenden Grund, es repariert oder bildet schneller neue Zellen. Sowohl gute als auch schlechte. Bedeutet, und hier ein kleiner Hinweis für euch, wenn ihr Krebs habt oder eine Vorerkrankung, keine Wachstumshormone nehmen. Krebs wird schneller wachsen. Nichtsdestotrotz, wenn sich Zellen schneller duplizieren oder Zellen schneller heilen oder länger gesund bleiben, bedeutet das, dass wir gesündere Haut, Haare, Fingernägel, Gelenke, Bänder, Sehnen, Muskeln bekommen. Das heißt, das ganze System wird gesünder bzw. regeneriert schneller. Das gilt jetzt nicht nur für Muskulatur, wie gesagt, sondern auch für Organe unter anderem. Außerdem haben wir, wenn wir Wachstumshormone benutzen, eine erhöhte Lipolyse, also eine erhöhte Freisetzung von Fett. Wenn wir klug sind, arbeiten wir das ab. Bedeutet, unser Körper setzt Fett frei und wir können es besser abarbeiten. Bedeutet, wir werden weniger schnell fett bzw. schneller lean. Das ist so der Grund für Wachstumshormone. Außerdem hat es nebenwirkungstechnisch, abgesehen vom Krebswachstum, kaum Nebenwirkungen. Es erhöht potenziell den Blutzuckerspiegel, aber wenn man den einigermaßen im Griff hat und mit dem Metformin zum Beispiel in Range hält, sollte es keine weiteren Probleme geben. Okay, Freunde, wir sind jetzt im Fitnessstudio und heute stehen Quads auf dem Plan. Wir machen genau 3 Übungen und 11 Arbeitssätze total. Das bedeutet, jeder Arbeitssatz ist absolut in die Hölle und zurück. Wir beginnen jedoch mit dem Beinbeuger als Warm-up und beenden das Training mit dem Beinbeuger als sogenanntes Feeder-Workout. Ich hatte vor 2-3 Tagen Hamstrings, ich habe heute noch Muskelkater. Bedeutet, wir machen 5 Sätze, kurze Pausen, relativ viele Wiederholungen, um so viel Blut in den Muskel zu bringen wie möglich, dadurch neue Nährstoffe und so weiter und so fort. Viel Spaß und jetzt geht's los. Unsere erste Übung wird heute Hex Squat sein. Das bedeutet, mein Warm-up ist hauptsächlich diese Trockenbewegung, die wir auch in der Hex Squat machen. Also ich gehe einmal hier tief in die Beuge, dehne mich über die Knöchel und mache abwechselnd quasi einen Satz liegenden Beinbeuger und wieder dehnen und stretchen. Einen Satz Beinbeuger, dehnen und stretchen. Der Vorteil an dem Gerät hier ist, dass wir Gelenksflüssigkeit mobilisieren können in unser Knie, ohne direkt Einfluss auf unser Kniegelenk in der Bewegung zu haben. Sprich, wenn wir jetzt den Beinstrecker wählen würden, hätten wir direkte Belastung auf unser Kniegelenk. Da noch keine Gelenksflüssigkeit drin ist, kann es wehtun, es kann sich unangenehm anfühlen und der Verschleiß der Gelenke ist einfach höher, als wenn wir jetzt klugerweise unseren Beinbeuger warm machen und damit unser Knie ohne direkten Einfluss auf unsere Patella. Okay, ich mache jetzt mal ein Warm-up, dann geht es direkt zur ersten Übung, gefolgt von Beinpresse
Leg Extension, Beinstrecker und dann zum Schluss nochmal die letzte Übung für den Beinbeuger. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, könnt ihr gerne auf meinem Kanal abchecken. Ich lade jetzt in der Aufbauphase relativ häufig verschiedene Videos hoch zum Thema, wie sich mein Essen verändert, wie sich mein Training verändert, wie sich mein Stoff verändert, mein Cardio, Medikamente, Supplements etc. Das heißt, wenn ihr da mehr sehen wollt, einmal bei mir im Kanal vorbeischauen. Ansonsten bitte, bitte, bitte unten in die Kommentarbox schreiben, was ihr gerne sehen wollt. Dann können wir gemeinsam mit Peak coole neue Videos für euch machen. Vor jedem Training nehme ich mir eine Minute Zeit und bete. Ich bete nicht zu Jesus, zu Gott oder sonst irgendwas, sondern eigentlich rede ich eine Minute lang mit mir. Und ich versuche, mehr Schmerz psychisch zu generieren, als ein Satz jemals wehtun kann. Heute habe ich mir vorgestellt, wie es sich anfühlt, wenn man nach der Olympia dieses Jahr wieder sagt, schade, dass er nicht sein ganzes Potenzial ausgenutzt hat. Schade, dass es dieses Mal wieder nicht die Top 5 war. Schade, dass Mike Sommerfeld niemals wirklich seine Prime erreicht hat. Das tut so weh, wie kein Satz wehtun könnte, den ich jetzt mache. Als Athlet ist es immer wichtig, alles zu geben, was du hast. Zu jedem Zeitpunkt, egal ob es dir gut oder schlecht geht. Und diese eine Minute, in der ich in mich gehe, hilft unheimlich, durch die tiefste Scheiße in jedem Training zu marschieren. Wenn ihr mal keinen Bock habt auf Gym und euch heute nicht nach Training ist, stellt euch eine Minute vor, was wäre, wenn ihr heute nicht euer Bestes gebt. Und die Antwort darauf tut mehr weh, als jeder Satz wehtun könnte. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. In meinem Intro sind aktuell ca. 30 Gramm Kohlenhydrate. Ich hatte die letzten 4 Jahre kein Intra-Shake beziehungsweise keine Kohlenhydrate im Shake. Jetzt sind wie gesagt 30 Gramm Kohlenhydrate drin. Wir haben knapp 30 Gramm Aminosäuren. Wir haben Mineralstoffe, das heißt hauptsächlich Elektrolyte, Salz, Kalium. Die ganzen Dinge, die man während dem Training braucht. Erstens, um Energie bereitzustellen. Zweitens, um katabole Prozesse, also muskelabbauende Prozesse, entgegenzuwirken. Und drittens, um die Muscle-Mind-Connection aufrechtzuerhalten. Wie hält man die Muscle-Mind-Connection aufrecht? Mineralstoffe, Elektrolyte, die heißen so, weil sie elektrische Impulse leiten, und zwar von Gehirn in die Muskulatur. Wer von euch Krämpfe im Training hat, die Muskulatur nicht richtig ansteuern kann, nicht richtig Pump bekommt, dem empfehle ich, erstens Epic Intra zu benutzen. Da sind alle Sachen drin, plus ein paar extra Aminosäuren und natürlich auch Salz. Das heißt, ab sofort in eurem Training solltet ihr pro Liter Flüssigkeit ungefähr ein halbes Gramm oder ein Gramm Salz benutzen. Dadurch wird eure Muscle-Mind-Connection besser, euer Pump wird besser und die Ausdauerleistung im Training wird besser. Wer das alles abkürzen möchte und nicht irgendwie 8 verschiedene Produkte kaufen will, dem lege ich das Epic Intra ans Herz. Unbedingt mal ausprobieren. Und wie gesagt, alles, was ich an Supplements hier präsentiere, findet ihr im Peak Shop bei peak.ag und natürlich mit meinem Code Mike etwas günstiger. I'm always learning with pain. She like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me. But they hate from inside, you see, hate themselves in society. So I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own. Post-workout ist angesagt. Heute gibt's 8 Reiswaffeln statt 3. 50 Gramm Proteinpulver,
Und hier habe ich noch meine Post-Workout-Subs. Also das ist morgens Post-Workout am Abend und bevor ich ins Bett gehe. Hier haben wir ein Leberkomplex, Vitamin C und Adaptogene, um möglichst Cortisol zu drücken. Wenn ich dann nächsten Monat die Peak-Supplements bekomme, wird da Ashwagandha drin sein. No Stress. Und No Stress ist eine Kombination aus verschiedenen Adaptogenen und Pilzextrakten. Unheimlich wertvoll, um Stress bzw. Cortisol nach dem Training schnellstmöglich zu drücken. Wenn wir wenig Cortisol, also Stress im Körper haben, Stresshormon, gehen wir schneller in den anabolen Bereich. Das heißt, wir sind weniger im katabolen Bereich und sind schneller in der anabolen Phase, wo wir Muskulatur aufbauen. Jetzt habe ich natürlich eine Menge Kohlenhydrate. Später kommen da auch noch Gummibärchen dazu, da bietet sich's an, zum Beispiel Insulin, also ein schnell wirksames Insulin dazu zu stecken, zum Beispiel Insulin Rapid eignet sich dafür. In der Regel können das 4 bis 8 Einheiten sein. Da ich jetzt die letzten Jahre kein Insulin benutzt habe, wird es wahrscheinlich eine sehr, sehr geringe Dosierung, weil wir einfach nicht viel brauchen. Ich bin so insulinsensibel, dass wir sehr viel Effekt haben, auch durch kleine Mengen. Das kommt jetzt rein und dann sehen wir uns gleich in wenigen Minuten zur nächsten Mahlzeit. Das wird Mahlzeit Nummer 3. Okay, here we go. Ganz wichtig, Coconut Amino. Wer es nicht kennt, unheimlich lecker. Sojasauce, weniger salzig, ohne Soja etwas mehr süß. Brutal. Und jetzt gibt es Mahlzeit Nummer 3. 200 Gramm Chicken, 200 Gramm gekochten Reis, 100 Gramm Gemüse. Wir haben jetzt gerade keinen Teller. Ich werde wahrscheinlich einfach hier raus essen. Dann kippen wir einfach ein bisschen Amino, Coconut Amino rein. Und dann schmeckt das bestimmt hervorragend. Alright. Hast du da schon Coconut Amino drauf? Den letzten Rest. Oh, meine Frau ist die Beste. Mahlzeit Nummer 4, selbes Spiel, 200 Gramm Chicken gekocht, 200 Gramm Reis gekocht und 100, 150 Gramm Gemüse. Wie gewohnt, im Zipper. Aber das reicht mir nicht. Kommt jetzt noch eine extra Ladung drauf. Und Leute, unter uns, ihr müsst mich mit dem Code supporten. So eine Flasche kostet hier $10. Also wenn ihr die Massephase unterstützen wollt, Massecode ist Code Mike. Wisst ihr Bescheid. Letzte richtige Mahlzeit für heute. Das passt perfekt. Das hier ist schon vorbereitet. Jetzt kommt das hier in die Mikrowelle. Und in der Zwischenzeit werden wir ein bisschen Blutzucker messen. Das ist nämlich jetzt sehr interessant. Mit mehr Kohlenhydraten sollte sich verhältnismäßig mein Blutzucker etwas verändern. Und das schauen wir jetzt genau an. Blutzucker liegt bei 80 Milligramm pro Deziliter. Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Wert für das, dass wir relativ viel Kohlenhydrate gegessen haben. Mein körpereigenes Insulin scheint sehr gut zu funktionieren. Da ich ja in der Vergangenheit immer relativ wenig Kohlenhydrate gegessen habe, bin ich sehr sensibel auf Kohlenhydrate. Das heißt, bei kleinsten Mengen, ich sag mal kleinste Mengen, also 2x200 Gramm gekochter Reis, reicht absolut aus, um entsprechend Insulin auszuschütten und meinen Blutzuckerspiegel zu senken. Das ist im Prinzip genau das, was ich mir gewünscht habe. Das bedeutet aber auch, wenn wir jetzt in der nächsten Zeit viel mehr Kohlenhydrate essen in Form von Zuckern oder Reis oder was auch immer, sollten wir das im Auge behalten. Falls mein Blutzuckerspiegel weiter nach oben geht, werden wir vermutlich mit Insulin etwas dagegen steuern müssen, um erstens gesund zu bleiben über Dauer und zweitens, um die Kohlenhydrate in die Muskulatur zu bringen. Gutes Stichwort, Essen ist fertig. Es gibt noch eine weitere Mahlzeit, die wird dann wahrscheinlich im Bett stattfinden und es wird eine Diabetes-Joghurt-Bowl. Das ist die Tradition meiner Frau und mir. Abends gibt es eine Folge Netflix. Wir machen uns einen Joghurt. Es gibt hier leider keinen Magerquark, also werden wir Greek-Joghurt benutzen. Da kommen dann allerhand Sachen rein und damit gehen wir dann ins Bett. Das ist jetzt in unserer Off-Season unser Highlight. In meiner Diät hat meine Frau etwas gezaubert. Das war dann Eiklar mit Süßstoff und Gurke.
und Zimt, korrekt. Es war dann nicht so lecker, deswegen genießen wir das jetzt umso mehr. Aber es hat, es ist nicht von Dauer. Es wird nur eine kleine Zeit so sein. Jetzt, Leute, guten Appetit und bis zur nächsten Mahlzeit. Schatz, weißt du, was ich gar nicht leiden kann? Was? Kennst du dieses innerliche Schmatzen von Menschen, ja, wenn die essen? Ich krieg da einen Nervenzusammenbruch. Ich kann es wirklich nicht abhaben. Da vergeht mir das Essen. Und wir haben hier ein Mikrofon. Wir machen mal was Nettes für die Zuschauer. Achtung. Wie eklig hört sich das an, Leute? Ich werde mir das nicht anhören. Ich glaube, da kriege ich es kotzen. Voll. Ich darf das Video cutten. Danke, ja. Schatz. Du darfst es cutten und die Zuschauer dürfen es zuschauen. So, willkommen in meinem Privatleben. Das ist die wohl erste Aufnahme direkt aus meinem Bett, halbnackt, mit der letzten Mahlzeit, nur für euch. Das ist jetzt ein halber Apfel. Hier ist eine Zimtschnecke, zwar mit extra Zimt, wie ich sehen kann, und Haselnussbutter. Da drin sind jetzt 300 Gramm Joghurt, Flohsamenschalen, Apfel. Haben wir noch Kekse, Cookies da drin? Ja. Ja. Und Leinsamen. Leinsamen, Cookies, Haselnussbutter. Alles, was man braucht für eine gute Nacht. Whey. Whey, genau. Whey hat sie vergessen. Wie viel Gramm? 25. 25 Gramm. Okay. Wir haben also Kohlenhydrate, Fette, Proteine und ganz, ganz viel Genuss. Das war's jetzt. Ich verabschiede mich vom Video. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr sehen wollt, sehr gerne knallt es unten in die Kommentare. Die Box gehört euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal und lasst ein bisschen Liebe da, etwas Support. Code Mike nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Mike.